Bevor man einen Fisch verarbeitet, ist es sehr wichtig zu prüfen, ob er auch frisch ist. Bei dieser Lachsforelle sieht man noch deutlich die Schleimschicht. Das Fleisch ist sehr fest. Die Kiemen sind wunderbar rot und die Augen klar. Als erstes mache ich einen Schnitt hinter den Kiemen bis zur Bauchseite. Anschließend fahre ich mit einem scharfen Messer an der Mittelgräte entlang und trenne das Filet vom Fisch. Das gleiche wird dann natürlich auf der anderen Seite wiederholt. Diese Bayerwald-Lachsforelle wurde übrigens nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt gefangen und hat eine Top-Qualität. Um so wenig Fischabfall wie möglich zu haben, schabe ich jetzt noch das restliche Fleisch auf beiden Seiten mit einem Löffel heraus. Dieses Fleisch kann man ideal für eine Farce verwenden. Die Gräten des Fisches werde ich anschließend wässern und dann einen Fond daraus machen. Somit haben wir den ganzen Fisch verwertet. Als nächstes entferne ich die Gräten des Fisches, indem ich sie vorsichtig vom Filet trenne. Gleichzeitig schneide ich das Fett somit weg. Zum Schluss fahre ich mit dem Finger gegen die Wuchsrichtung der Gräten. Dadurch kann man sie zum einen fühlen und zum anderen besser sehen. Diese Gräten kann ich jetzt ganz einfach mit einer Fischgrätenzange herausziehen.
Die Filets sind jetzt fertig und können weiterverarbeitet werden. Das Filet der Forelle habe ich mir bereits portioniert. Ich würze es leicht mit etwas Salz und Pfeffer und konfiere es in einer ca. 50 Grad warmen Nussbutter. Dadurch kann der Fisch in Ruhe ziehen und bleibt innen wunderbar glasig. Wichtig dabei ist, dass die Haut des Fisches oben ist. Das Tartar habe ich mir bereits vorbereitet, damit es schon mal gut durchziehen kann. Es besteht aus der Lachsforelle, feinen Gurken Brunoise mit Dill, blanchierten Schalottenwürfeln und Creme Fraiche, um dem Gericht eine Fettkomponente zu geben. Gewürzt habe ich es mit Salz und Pfeffer. Für zusätzliche Aromen verwende ich in Pickelfond eingelegte gelbe Beete, Gurkenröllchen und Dillspitzen. Ein Senfkaviar aus Senfkörnern und Apfelsaft soll den echten Kaviar der Lachsforelle imitieren. Für eine leichte Frische sorgt ein Gurkendillsud. Als Sättigungsbeilage und für einen zusätzlichen Crunch verwende ich noch ein feines Kartoffelstroh. Das Tartar wird mit Hilfe von zwei Löffeln zu einer Nocke abgestochen. Nebenbei das Filet immer wieder schwenken. Als nächstes garniere ich das Tartar mit den Gurkenröllchen und den Dillspitzen. Aus den übrigen Beetescheiben habe ich mir noch kleine Hütchen gedreht, um das Gericht interessanter wirken zu lassen. Die Lachsforelle ist jetzt außen schön hellrosa und innen wunderbar glasig. Jetzt kann ich das Filet herausnehmen und auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit einem Messer ziehe ich die Haut vom Filet ab und falls nötig wird der Tran mit dem Messerrücken abgeschabt. Die eingelegten gelbe Beetescheiben kommen wie Schuppen auf das Filet. Den Kaviar drapiere ich auf den Schuppen und bedecke es anschließend mit dem Kartoffelstroh. Mit dem Gurkensud wird das ganze Gericht vollendet. Das wäre mein Hauptgang für ein sommerliches 7-Gänge-Menü.